So, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Nico. Ich habe heute wieder meinen Kollegen Sahad mitgebracht und wir werden uns heute einmal anschauen, ja, so ein paar Highlight-Geschichten von unseren Kunden, wie wir wirklich mit so ein paar, muss man sagen, ganz einfachen Kniffen große Erfolge verzeichnen konnten, teilweise auch nur durch leichte Kampagnen. Dazu gleich mehr. Viel Spaß. Ja, die erste Geschichte ist von einem Kunden von uns im Photovoltaikbereich. Ist eigentlich ja, ein sehr schönes Kampagnenergebnis, das wir da erzielt haben. Und zwar ist es eigentlich ganz simpel. Wir haben zwei Kampagnen gemacht. Wir arbeiten jetzt schon länger mit dem Kunden zusammen, so etwa 2 Jahre. Wir haben eine Kampagne gemacht für Neukundengewinnung, ganz normal im Photovoltaikbereich. Und eine zweite Kampagne für Mitarbeiter, also in dem Fall Monteure, die das Ganze dann aufs Dach bringen. Und das Schöne ist eigentlich an der Geschichte, ich habe jetzt seit 2 Jahren relativ regelmäßig einmal im Monat einen Termin mit dem Kunden. Und es geht eigentlich immer nur darum, was von beiden wir jetzt wie ausbalancieren. Das heißt, eine Seite zieht natürlich immer ein bisschen nach, je nachdem, wie viele Empfehlungen der Kunde jetzt auch bekommen hat, organisch. Und entweder brauchen wir jetzt halt mehr Neukundenanfragen in diesem Monat oder mehr Mitarbeiter, die das Ganze abarbeiten. Und so haben wir das Ganze eigentlich wirklich spielend leicht in 2 Jahren und auch für die nächsten 2 Jahre immer so hoch entwickelt. Und eigentlich auch eine ganz, ganz spannende Geschichte für ihn. Er hat jetzt vor kurzem einen neuen Standort sozusagen dazugenommen. Und er wollte einfach mal wissen, bevor er das Ganze jetzt, ich sag mal, in eine feste Form gegossen hat, macht dieser Standort für mich Sinn? Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben die laufende Werbeanzeige genommen, wir haben ein bisschen weniger Budget in die Hand genommen, haben die Werbung da einfach mal geschaltet und geguckt, wie viele Anfragen wir generieren. Das war von Anfang an sehr, sehr gut. Das heißt, der Kunde konnte da jetzt ruhigen Gewissens einen Standort aufsetzen, musste keine ausführliche Analyse machen, sondern konnte einfach sagen, gut, mein Produkt kommt da genauso an wie hier, hier bekomme ich es montiert. Das heißt, da würde es nicht anders ablaufen, das war jetzt nicht am anderen Ende der Welt. Und ja, hat einfach durch so eine simple Kampagne extrem viele positive Vorteile für sich. Und das wirklich einfach nur durch bezahlte Werbeanzeigen gemacht von Profis. Ja, eine weitere Erfolgsgeschichte von einem Kunden von uns im Bereich Heizungssanierung. Ganz einfach, er hatte ein geiles Produkt, ein super hilfreiches Produkt, was auch vom Staat gefördert wird, ja, was in der Anschaffung zwar ein bisschen kostet, aber bis zu 55% gefördert wird. Das heißt, er hat ein geiles Produkt, er weiß auch, wie man verkauft, er war vertrieblich schon ganz schön pfiffig, ja, aber wie bringt er jetzt diese Informationen nach außen? Ja, diese Situation hatten wir am Anfang. Ja, wir hatten das Gespräch, wir haben ihm aufgezeigt, welche Strategien wir anwenden können, in welcher Region er das auch machen möchte. Ja, und dann hat er gesagt, ja, dann möchte ich das erstmal sehr nah bei mir machen, damit ich erstmal gucke, ob es funktioniert. Da haben wir natürlich gesagt, gar kein Problem, haben die Kampagne aufgesetzt. Und jetzt war der Vorteil, dieses Produkt auch natürlich mit genug Infos nach außen zu bewerben. Ja, das heißt, viele Leute kannten dieses Produkt gar nicht. Ja, das ist ja immer wieder heutzutage ein großer Fehler, dass einfach die Informationen nach außen fehlen und dass man davon ausgeht, die Leute wissen schon alles. Und wenn die diese eine Heizung brauchen, dann kommen die auf mich zu. Ist natürlich nicht so, die Leute wissen es nicht immer. Und wir haben da durch leichte Marketingkanäle oder Tricks viele Neukunden besorgt. Und es hat mittlerweile jetzt auch so weit geführt, dass er ja einen guten 6-stelligen Monatsumsatz generiert und noch besser ist, dass er nach oben skalieren kann. Ja? Das heißt, wir haben mit ihm auch diese Systeme gleichzeitig geschaffen, dass wir seinen Radius eigentlich nur noch erhöht haben und die Anfragen an seine Vertriebler verteilen und er jetzt eigentlich schon gezielt und jederzeit entscheiden kann, wie viele Anfragen er generieren kann. Und jetzt gehen wir halt schon langsam Richtung 1 Million. Perfekt. Der dritte Punkt, über den ich kurz berichten möchte, oder die dritte Geschichte, ist quasi von einem Kunden auch im Bereich der Mitarbeitergewinnung. Und da geht es jetzt gar nicht mehr so sehr um die Leute, die er bekommen und eingestellt hat. Also er konnte 2 Mitarbeiter einstellen in dem Bereich, im Dacharbeitenbereich. Es geht vielmehr um die Leute, die quasi Vorstellungsgespräche sich gebucht haben und nicht erschienen sind. Es war nämlich ganz spannend, ich habe mit dem Kunden gesprochen und die Kampagne war noch sehr frisch. Es gab eben 4 gesetzte Vorstellungsgespräche und ich habe dann gefragt, hey, wie liefen die? Und der Kunde hat mir gesagt, ja, 3 von denen haben abgesagt oder sind gar nicht erst erschienen. Und da hatten wir überlegt, ist ja ein bisschen komisch, ich meine, eine Woche vorher haben die sich aktiv darauf eingetragen, haben alle ihre Daten eingetragen und jetzt kommen die nicht mehr. Habe ich gesagt, pass auf, tu dir den Gefallen, ruf die Leute einfach mal an. Ja, ist ja, würde man wahrscheinlich nicht machen, Vorstellungsgespräche abgesagt oder gar nicht erst erschienen. Die möchte man nicht im Unternehmen haben, die rufe ich jetzt gar nicht erst an. Aber ich habe gesagt, pass auf, tu dir den Gefallen, ruf da mal an, erfrag mal bitte, was los ist. Weil es war sehr, sehr wahrscheinlich, dass es irgendwie ein Problem mit der Außenwahrnehmung gibt, weil die Leute erkundigen sich natürlich. Das heißt, sie machen das Gespräch ab, fangen an zu googeln, die werden ja auch was finden. So, und dann können gewisse Dinge vielleicht auch falsch aufgenommen werden. Und was hier passiert ist, ist wirklich sehr, sehr spannend. Also der Kunde hat angerufen, hat auch alle 3 erreicht und hat von 3 Absagen 2-mal das gleiche Feedback bekommen. Und zwar waren die Bewerber auf der Homepage von unserem Kunden. Man muss dazu sagen, auf der Homepage ist ein ganz, ganz großes Bild, quasi ein Titelfoto, wo beide Geschäftsführer abgebildet sind und ein Geselle zusammen auf der Baustelle. So,
ist erstmal überhaupt nichts Schlimmes. Man würde vielleicht auch denken, Mensch, nahbares Unternehmen, da gehen die Geschäftsführer noch selber mit raus. Aber was die Bewerber sich gedacht haben, war, okay, wenn ich hier jetzt anfange, muss ich jeden Tag mit beiden Chefs auf die Baustelle. Und da hatten die ehrlich gesagt keine Lust drauf. Gut, ist natürlich, kommt drauf an, was für ein Verhältnis man denn zum Chef hat. Aber in dem Fall hatten diese Leute da keine Lust drauf, weil es vielleicht in der Vergangenheit schlecht lief. Das Spannende war aber, ich habe den Kunden extra nochmal gefragt, diese Bilder sind im Rahmen eines Fotoshootings entstanden, um sich gut darzustellen. Das heißt, die Geschäftsführer fahren gar nicht immer mit raus auf die Baustelle. Es gibt Montageteams, es gibt ganz normale Truppen, die halt dahin fahren und das Ganze ohne Geschäftsführer. So, das heißt, wir hatten hier jetzt einfach nur Informationen, die falsch aufgenommen wurden, die dazu geführt haben, dass Vorstellungsgespräche nicht angetreten wurden. Und nur durch die kurze Arbeit, diese 10, 15 Minuten, die es gekostet hat, da mal hinterher zu telefonieren, wurde ein Fehler aufgedeckt, der die letzten Jahre schon bestand. Auch hier, klar, wir reden von der Dunkelziffer, wir wissen nicht, wie viel dadurch wirklich verloren gegangen ist. Ich weiß aber, dass der Kunde diese Vorstellungsgespräche wieder zurückgewinnen konnte mit einer ganz normalen Erklärung und die stattgefunden haben. Also auch hier wirklich ein ganz, ganz simpler Trick, der aber einen riesen Effekt hatte letzten Endes. Das ist auch ein guter Übergang zu Punkt Nummer 4, den wir haben. Und zwar geht es auch an einen Kunden von uns, der hat schon um die 150 Mitarbeiter. Wir kriegen ja oft die Frage, ja, wir sind ein gestandenes Unternehmen, wie könnt ihr uns denn überhaupt weiterhelfen? Ja, der kam auf uns zu und genau mit dieser Frage, wie könnt ihr uns denn überhaupt weiterhelfen, haben wir auch natürlich aufgezeigt, einmal die Situation erklärt, sind in der kostenlosen Analyse, könnt ihr auch jederzeit euch einen Termin buchen, einmal auf seine Situation eingegangen, haben ihm ein Paket unterbreitet oder ein Muster gezeigt, wie wir oder was wir mit ihnen machen würden oder wohin die Reise geht. Hat er angenommen, jetzt arbeiten wir jetzt schon, ich glaube, 3 Monate zusammen, hat schon 4, 5 Leute eingestellt, hat Umsatz gemacht, auch schon 6-stellig, glaube ich, 500.000, 600.000. Aber eigentlich ist das nur Nebensache, weil sein größter Erfolg durch die Zusammenarbeit mit der A&M war, dass er einfach seine Abschlussquote von 40% auf 70% erhöht hat. Ja. Und wie viel das in Zahlen ist, ist natürlich, ja, da kann sich eigentlich jeder selber vorrechnen, wenn man statt jeden zweiten oder fast jeden zweiten, jedes zweite Angebot ein Abschluss wird, auf einmal jetzt jeder anderthalb, also deutlich weniger. Gerade bei einer Photovoltaikanlage ist man schnell im 5-stelligen Bereich, ja. Und das hat halt sehr, sehr viel, das bringt das Unternehmen sehr weit nach vorne. Und das ist eigentlich eine sehr geile Erfolgsgeschichte, weil wir halt immer wieder mit dieser Situation konfrontiert werden. Wie könnt ihr denn schon einem sehr erfolgreichen Unternehmen vielleicht helfen? Ja, weil er hat ja schon Millionen generiert und wird jetzt wahrscheinlich auf ein neues Level kommen, seinen Umsatz vielleicht dieses Jahr verdoppeln mit uns. Ja, das heißt, wenn dein Unternehmen schon solide auf dem Markt ist und wirklich schon Umsätze generiert, heißt das noch nicht, dass du das Maxim aus diesen Anfragen rausgeholt hat. Ja? Wir sind nicht nur Experten im Bereich Marketing, Vertrieb, sondern auch die Systeme dahinter schaffen, wie mit diversen Kunden, vielen Partnern, mit denen wir aktuell zusammenarbeiten, wo wir jetzt nicht unbedingt das komplette Marketing umstrukturieren nochmal oder den Vertrieb, wo wir einfach die Systeme dahinter anpassen, damit der Vertrieb mehr Umsatz generieren kann, damit das Marketing es einfacher hat, Neukunden zu gewinnen. Ja? Sieht man immer wieder, wir haben auch einen erfolgreichen Kunden aktuell aus dem Klimabereich. Ja, da hatte die Situation, dass er einfach sehr einen teuren Leadpreis hatte in den Wintermonaten. Im Sommer will ja jeder eine Klimaanlage, da läuft es selbst bei ihm. Der meinte, ja, wie komme ich auf das nächste Level, dass ich auch in den Winter- oder in den Herbstmonaten genug Anfragen generieren kann. Ja, da waren es, in diesem Fall waren es dann Marketingveränderungen, die dann dazu geführt haben, dass er auch in den kälteren Monaten genug Anfragen bekommt. Und auch dafür sind wir zuständig. Das heißt, melde dich einfach mal für die kostenfreie Analyse an, fürs kostenfreie Erstgespräch. Dann beraten wir dich einmal, zeigen dir, wohin die Reise gehen kann mit dir, was wir mit dir vorhaben. Und ja, ansonsten bleibt nur noch übrig, abonniere den Kanal, besuche uns auf Instagram, Facebook und lass ein Like da. Bis zum nächsten Mal.